Musik und Töne schreibt man in Noten auf. Musiker spielen ihre Musik also nach einer Art Geheimschrift, der Notenschrift. Sie kann nur von Menschen entziffert werden, die diese gelernt haben oder ein Instrument spielen. Das Aussehen der Noten sagt dem Musiker, wie lange eine Note gespielt werden soll. Der Platz der Note auf den 5 Notenlinien hingegen zeigt die Tonhöhe. Für die Notenlängen gibt es folgende Zeichen. Eine ganze Note mit 4 Schlägen. Eine halbe Note mit 2 Schlägen. Eine Viertelnote mit 1 Schlag. Bei den Achtelnoten gibt es 2 Impulse auf 1 Schlag, bei den Triolen 3 auf 1 Schlag und 4 bei den Sechzehntelnoten. Manchen Noten folgt direkt ein Punkt. Dann muss der Musiker diese länger aushalten. Zusätzlich nochmal um die Hälfte ihres eigenen Wertes. Steht hinter einer halben Note ein Punkt, wird diese nun 3 Schläge lang ausgehalten. Eine Viertelnote wird 1,5 Schläge ausgehalten. Und Punktierungen gibt es natürlich auch bei kleinen Notenwerten. Neben den Noten gibt es in Musikstücken auch Pausenzeichen. Sie sagen dem Musiker dann, wie lange er aussetzen muss. Dafür werden verschiedene Symbole verwendet. Eine ganze Pause, sie sieht aus wie ein umgedrehter Hut. Eine halbe Pause. Eine Viertelpause. Eine Achtelpause. Und eine Sechzehntelpause. Pausen können sehr kurz sein, aber manchmal auch sehr, sehr lang. Dann werden ganze Pausentakte gezählt. Den sogenannten Notenschlüssel findet man immer am Anfang eines Notensystems. Mit dem kann man keine Türen aufschließen oder Schrauben öffnen. Der Notenschlüssel schließt quasi die Musik auf. Es gibt ihn in ganz verschiedenen Formen, je nachdem für welches Instrument die Musik geschrieben ist. Bei der Violine oder der Querflöte zum Beispiel werden die Noten mit einem Violinschlüssel aufgeschlossen. Bei der Viola mit einem Altschlüssel, bei der Tenorposaune mit einem Tenorschlüssel und bei tiefen Instrumenten wie zum Beispiel dem Kontrabass oder der Tuba mit einem Bassschlüssel. Es hat aber sehr viele Vorteile, dass man Musik in Noten festhalten und damit auch lesen und schreiben kann, besonders in der klassischen Musik, da diese oft kompliziert aufgebaut ist. Somit können wir auch heute noch Musik von Komponisten spielen, die schon lange nicht mehr leben. Besonders wichtig ist die Notation dann, wenn viele Musiker im Orchester zusammenspielen. Wie sollte der Dirigent sonst wissen, was jeder Musiker bei einer Sinfonie spielen muss? Er hat alle Stimmen vor sich liegen, in der Partitur. Die Notenschrift sah nicht immer so aus, wie wir sie heute kennen. Sie hat sich erst über viele tausend Jahre entwickelt. Die ersten Menschen, die versucht haben, Musik schriftlich festzuhalten, lebten vor rund 2000 Jahren in Griechenland. Aber nicht nur in Griechenland, auch in China, Japan, Indien und in den arabischen Ländern versuchte man schon sehr früh Musik aufzuschreiben. Man notierte die Melodie einfach mit kleinen Symbolen über dem Liedtext. Allerdings gab es keine Zeichen für die Länge der Töne. Diese Geheimschrift diente den Musikern als Erinnerungshilfe, um sich wieder und wieder an das schon einmal Gehörte zu erinnern. Die Notenschrift mit Linien, Notenschlüssel und Notenköpfen, wie sie heute verwendet wird, hat ihren Anfang wahrscheinlich vor 1200 Jahren in einem Kloster genommen. Die Mönche, die dort lebten, sangen sehr viel, zum Gebet oder im Gottesdienst. Die Stücke, die man dort hören konnte, nannte man gregorianische Gesänge.
Der Papst zu dieser Zeit hieß Gregor und er wollte, dass in allen Klöstern die gleichen Lieder gesungen wurden. Deshalb hat er die Gesänge aufgeschrieben und gesammelt. Damit nun aber ein Kloster in Köln die gleiche Melodie singen konnte wie beispielsweise ein Kloster in Bayern, mussten die Mönche alles aufschreiben. Und das machten sie so. Sie schrieben Zeichen über die Texte der Gesänge, die sie den Bewegungen des Dirigenten abgeschaut hatten. Vor rund 900 Jahren begann man in Klöstern auch mehrstimmig zu singen. Die Notenschrift, die der Mönch Guido von Arezzo erfunden hatte, zeigte aber leider nicht an, welcher Ton wie lange auszuhalten war. Erst im 13. Jahrhundert, also vor 700 Jahren, setzte sich nach und nach eine Notenschrift durch, bei der die Dauer jedes einzelnen Tones genau festgelegt wurde. Diese Geheimschrift nannte sich Mensuralnotation und ist den Noten, die wir heute aus dem Musikunterricht kennen, sehr ähnlich. Ein Notenbuch war damals sehr teuer und ein großer Chor hatte meistens nur ein Buch, aus dem alle Sänger die Musik ablesen mussten. Deshalb wurden die Noten besonders groß aufgeschrieben, damit auch jeder bis in die letzte Reihe etwas lesen konnte. Die Kopisten, also die Menschen, die die Notenbücher schrieben, gingen rund 100 Jahre später dazu über, die Notenwerte nicht mehr auszumalen, da Tinte und Papier sehr teuer waren. Von da an war es nur noch ein kleiner Schritt zu unserer heutigen Notenschrift, wie wir sie seit 400 Jahren kennen. Man malte die Noten nun nicht mehr eckig, sondern rund. Daneben wurden auch Pausenzeichen eingeführt, die bis heute Verwendung finden.